Eine Dyson-Sphäre, um die Sonne zu bauen und ihre gesamte Energie zu nutzen, ist für viele von uns ein weit entfernter Traum. In der Realität kann es jedoch einer entwickelten Zivilisation des ersten Typs nach der Kardaschow-Skala gelingen, diese Megakonstruktion zu errichten. Und nach den jüngsten Auswertungen zu urteilen, sind wir davon genauso weit entfernt wie Jäger und Sammler vom Bau eines Atomkraftwerks. Um diese Lücke zu schließen, schlagen Zukunftsforscher verschiedene außergewöhnliche Projekte vor. Zum Beispiel, die Erde mit Millionen von Diamantkugeln zu füllen, riesige Sechsecke in die Umlaufbahn zu schießen oder die Hälfte der Bevölkerung unter Wasser umzusiedeln. Aber kann die Menschheit wirklich eine Zivilisation des Typs 1 nach der Kardaschow-Skala werden? Oder bleibt das für uns immer ein Traum? Um überhaupt eine Chance zu haben, unseren Zivilisationsstatus zu erhöhen, müssen wir unseren technologischen Fortschritt auf ein gefährliches Tempo beschleunigen. So die Meinung vieler Wissenschaftler. Aber wie fortschrittlich muss die Menschheit werden? 1964 entwickelte ein sowjetischer Wissenschaftler, Nikolai Kardaschow, eine spezielle Skala, nach der sich seiner Meinung nach alle intelligenten Zivilisationen entwickeln sollten. Die Stufe des zivilisatorischen Fortschritts hängt dabei von der Menge an Energie ab, die eine Zivilisation verbraucht und produziert. Auf der ursprünglichen Kardaschow-Skala gibt es nur drei Stufen. Eine planetarische Zivilisation vom Typ 1, eine stellare Zivilisation vom Typ 2 und eine galaktische Zivilisation der Typ 3. Wenn wir also eine Zivilisation des Typs 1 werden wollen, müssen wir so viel Energie produzieren, wie uns die Erde insgesamt bereitstellt, einschließlich der planetarischen Quellen und der Sonnenenergie, die uns erreicht. Und nach der Kardaschow-Skala liegt unser Entwicklungsstand jetzt bei etwa 0,75. Das scheint ziemlich nah bei 1 zu liegen, oder? Allerdings ist die Kardaschow-Skala nicht linear, sondern logarithmisch. Das heißt, je näher das Ende kommt, desto mehr Energie wird benötigt, um sich vorwärts zu bewegen und um die ganze Zahl voll zu machen. Also mit 0,25 haben wir tatsächlich nur 0,2% der gesamten Energie, die eine Zivilisation vom Typ 1 produzieren sollte. Und um auch nur ein Hundertstel auf der Skala nach oben zu kommen, müssen wir anfangen, bis zu 25% mehr Energie zu produzieren als jetzt. Aber wie bekommt man einen so starken Schub? Kürzlich haben ein Team von Forschern des Lawrence Livermore National Laboratories sowie der Japan Aerospace Exploration Agency eine interessante Lösung für dieses Problem vorgeschlagen. Ein Projekt namens Cassiopeia. Riesige sechseckige Spiegel, die sich direkt im freien Weltraum befinden, werden die Sonnenenergie reflektieren und zu Satelliten mit Sonnenkollektoren umleiten. Diese wandeln die Energie in Radiowellen um und übertragen sie zur Erde, wo die sogenannten Gleichrichterantennen alles in Strom umwandeln. Laut Wissenschaftlern kann schon eine solche Anlage mehrere irdische Atomkraftwerke vollständig ersetzen. Doch das Aufregendste ist, dass laut Martin Soltau, Hauptgeschäftsführer des Projekts, die auf diese Weise erzeugte Energie fast unendlich sein kann. Für die Spiegel, die in einer bestimmten Umlaufbahn platziert sind, wird die Sonne niemals untergehen, sodass der endgültige Energieertrag nur von der Anzahl solcher Anlagen abhängt. Bislang ist dieses Projekt rein theoretisch, aber die Regierungen führender Länder sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Die ersten 10 Milliarden sind schon da. Doch jedes neue ähnliche Megaprojekt wird uns nicht nur näher an eine Zivilisation vom Typ 1 heranführen, sondern uns auch in die Gefahr bringen, komplett auszusterben. Und der Grund dafür ist der große Filter. Dieser Begriff wurde erstmals 1996 vom Wissenschaftler Robin Hansen verwendet. Je schneller sich eine bestimmte Lebensform entwickelt, desto gefährlicher kann sie seiner Meinung nach werden. Obwohl es so scheint, als gäbe es die Menschen schon seit einer Ewigkeit, haben sich die Entstehung und vor allem die technische Entwicklung der Menschheit im kosmischen Maßstab extrem schnell vollzogen. Immerhin ist unser Universum bereits über 13,5 Milliarden Jahre alt, während intelligente Menschen erst vor 300.000 Jahren auftauchten, was auf der Weltraumskala buchstäblich ein flüchtiger Moment ist. Hansen glaubt also, dass wir uns jetzt schneller entwickeln als je zuvor und dass wir deshalb Gefahr laufen, vor einem unüberwindbaren Hindernis zu stehen, das uns nicht vom Typ 1 auf der Kardaschow-Skala, sondern zu einem tragischen Ende führen wird. Das bedeutet der große Filter. Und schon heute sind wir von vielen potenziellen Katastrophen umgeben. Von einem unkontrollierten Treibhauseffekt bis hin zur Gefahr einer extremen KI-Entwicklung. Aber was hat das mit den Weltraumspiegeln zu tun?
Giovanna Radulovic, Direktor der Wissenschaften und Professor für Thermodynamik an der Universität Portsmouth, hat errechnet, dass der Kohlenstofffußabdruck, der durch den Start des Cassiopeia-Projekts entsteht, 100-mal höher sein wird als die Emissionen aller unserer Industrien und des Verkehrs zusammengenommen. Was für ein Zufall! Um saubere Sonnenenergie aus dem Weltall zu gewinnen, riskieren wir, das geschädigte Ökosystem der Erde weiter zu zerstören. Heißt das, dass wir uns auf unserem Weg zu einer Zivilisation ersten Ranges nicht auf neue Megaprojekte mit unerwarteten Folgen verlassen sollten? Vielleicht sollten wir einfach die Energiequellen nutzen, an die wir gewöhnt sind. Heute werden etwa 70% des gesamten Energiebedarfs der Erde immer noch durch Kohle, Öl und Gas gedeckt. Das Problem mit den natürlichen Ressourcen ist jedoch nicht nur, dass sie die Atmosphäre mit Chemikalien und Kohlendioxid verschmutzen, sie gehen auch zur Neige. Neuesten Forschungsergebnissen zufolge geschieht das viel schneller, als wir ursprünglich dachten. Experten des Geodätischen Instituts in Slowenien haben errechnet, dass die Kohlereserven der Erde bei der derzeitigen Förderrate nur noch für weitere 133 Jahre reichen, während die Ressourcen an Erdöl und Erdgas in 50 Jahren zur Neige gehen werden. Selbst wenn wir nur versuchen, die Energieproduktion aus traditionellen Quellen zu steigern, bringt uns das nicht in die Nähe einer Zivilisation des Typs 1, sondern in die eines zivilisatorischen Totalausfalls. Die alten Quellen können also nicht mehr genutzt werden. Aber es gibt immer noch keinen angemessenen Ersatz. Darüber hinaus hat eine Studie in der Zeitschrift Science Advances in 2015 ergeben, dass ein solch extremer Schritt buchstäblich zu einer Sintflut führen würde. Wenn wir alle auf der Erde verbliebenen fossilen Brennstoffe verbrennen, wird das Eis in der Antarktis fast vollständig schmelzen und der Meeresspiegel der Welt wird um bis zu 60 Meter ansteigen. Halb Europa, alle Inselstaaten und die meisten Küstenstädte weltweit werden dann überflutet. Das bedeutet Hunderte von Millionen von Betroffenen. Heute haben wir nicht nur unsere Ressourcen, sondern auch Kernenergie. Heute hilft sie bei der Produktion von etwa 15% des Stroms der Welt. Die Lösung scheint offensichtlich. Wir brauchen einfach mehr Atomkraftwerke. Doch in Wirklichkeit haben viele fortschrittliche Länder wie Italien, Deutschland und Belgien nach den Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima ihre Atomenergieprogramme eingestellt. Auch wenn wir mit jedem Jahr und neuen technischen Entdeckungen die Wahrscheinlichkeit solcher Katastrophen immer geringer wird, wirft diese Art von Energie immer noch eine Reihe von ernsten Problemen auf. Im Grunde ist sie eine Zeitbombe. Wir können radioaktive Abfälle heute kaum noch irgendwo entsorgen. Wir lagern sie einfach ein und hoffen darauf, dass sich die Wissenschaft in den nächsten 1000 Jahren irgendetwas einfallen lässt. Außerdem, selbst wenn wir alle verfügbaren Standorte mit Atomkraftwerken zupflastern, wird uns das auf der Kardaschow-Skala nur ein ganz kleines Stückchen voranbringen. Und um wenigstens ein bisschen weiterzukommen, müssten wir überall Atomkraftwerke aufstellen. Eine alternative Lösung könnte eine andere Art von Atomenergie sein, die thermonukleare Fusion von Wasserstoff zu Helium, die viel mehr Energie freisetzt. 138 Megaelektronenvolt in einem thermonuklearen Kraftwerk gegenüber mickrigen 17,5 in einem modernen Kernreaktor. Gleichzeitig fallen bei der thermonuklearen Fusion praktisch keine giftigen Abfälle an. Inspiriert von dieser Tatsache hat Troy Carter, ein Physiker an der Universität von Kalifornien, ein System entwickelt, mit dem die Vereinigten Staaten von Amerika vollständig auf Fusionsenergie umgestellt werden können. Solche Reaktoren können 10 oder sogar 20 Mal kleiner sein als herkömmliche Atomreaktoren und dabei gleichzeitig bis zu 8 Mal mehr Energie produzieren. Wenn du das ganze Land mit einem Netz aus miteinander verbundenen Fusionsreaktoren versorgen würdest, bräuchten die meisten Industrien keinen zusätzlichen Strom mehr. Aber leider ist dieses Projekt noch nicht möglich. Schließlich verbraucht jeder bisher gebaute Fusionsreaktor mehr Energie für seinen eigenen Start, als er am Ende produziert. Aber was ist mit dem jüngsten großen Durchbruch, den die Experten des Livermore Laboratory im Dezember 2022 verkündeten? In der Pressemitteilung hieß es, dass es ihnen mit Hilfe von leistungsstarken Lasern gelungen sei, etwa 3-mal so viel Energie zu gewinnen, wie sie zum Starten einer thermonuklearen Reaktion benötigten. In Wirklichkeit ist das nicht ganz richtig. Zählt man nämlich nicht nur die Energie im Reaktor, sondern auch alles, was zum Betrieb der Laser benötigt wird, kommt man auf mehr Energie, als die gesamten Vereinigten Staaten verbrauchen. In der gleichen Zeit wurde 1000-mal weniger reine Energie freigesetzt. Außerdem dauerte die Reaktion selbst nur eine Pikosekunde.
Oft haben Wissenschaftler keine Zeit, um die freigesetzte Energie aufzufangen. Aber selbst wenn wir mit den besten Technologien von heute ein Netz von thermonuklearen Fusionsreaktoren bauen, wird die gesamte Elektrizität der Welt nicht ausreichen, um es zu starten. Sollte man den Schlüssel zum Aufstieg auf der Kardaschow-Skala in andere Technologien suchen? Heutzutage produzieren wir etwa 11% des weltweiten Stromumsatzes mit alternativen Quellen. Wasserstoff ist der Spitzenreiter unter ihnen. Wasserstoff macht ungefähr 7% aus. Trotzdem reicht das eindeutig nicht aus, um alle irdischen Bedürfnisse zu decken, geschweige denn sie zu übertreffen. Selbst wenn wir es schaffen, die fünffache Anzahl an Wasserkraftwerken, Windgeneratoren und Sonnenkollektoren in Betrieb zu nehmen, unser Fortschritt auf der Kardaschow-Skala wird fast unmerklich sein. Es zeigt sich, dass der einzige Ausweg darin besteht, die bestehenden Technologien zu verbessern und das Maximum aus ihnen herauszuholen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Energie nicht von der Sonne, sondern vom Mond zu gewinnen. Dabei geht es natürlich überhaupt nicht um das schwache Licht unseres Satelliten. Es geht nur darum, dass seine Schwerkraft jeden Tag starke Meeresfluten auf der Erde verursacht. Und deren Energie wird buchstäblich verschwendet. Um sie zu sammeln, müssen wir ähnliche exotische Stationen in Küstennähe mit leichten Unterwasserpropellern bauen, die sich jedes Mal drehen, wenn sich das Wasser auf die Küste zu- oder von ihr wegbewegt. Nach Angaben von Wissenschaftlern kann die Leistung einer Station bis zu 300 Megawatt betragen. Diese Menge an Energie kann über 200.000 Haushalte zur gleichen Zeit versorgen. Es stellt sich heraus, dass, wenn es den Menschen gelingt, alle verfügbaren Küsten mit solchen Stationen zu füllen, wir sofort auf der Kardaschow-Skala um etwa ein Zehntel vorrücken werden. Aber das ist immer noch nicht genug. Aber was ist, wenn wir hier nicht nur unter Wasser, sondern auch unterirdische Energie verwenden? Ungefähr 44 Terawatt Wärme wandern ständig vom Erdkern an die Oberfläche. Mit dieser Menge an geothermischer Energie kannst du bis zu 750 Millionen Haushalte versorgen. Um eine solche Ressource zumindest ansatzweise nutzen zu können, müssen wir Bohrungen vornehmen, 2 Kilometer tief an geeigneten Stellen, und dann erhitzen sie das Wasser und es entsteht heißer Dampf. Er kann auch durch spezielle Turbinen geleitet werden, die sich dann drehen und Strom erzeugen. Vielleicht können wir damit auch Energie für die Kernfusion gewinnen. Und die Ozeane können eine schier unendliche Quelle an Treibstoff dafür liefern. Sie enthalten genug Wasserstoff, um Materie in Energie mit einer Geschwindigkeit von 2 Kilogramm pro Sekunde zu verwandeln. Mit solchen Reserven können wir mehrere Jahrtausende lang ohne zusätzliche Energiequelle Strom erzeugen. Wenn du Fusionskraftwerke direkt im Meer aufstellst, kann ihr Start aufgrund der Gezeitenenergie sogar noch einfacher sein. Die Wissenschaftler müssen nur noch herausfinden, wie man diese große Energie speichern kann. Wenn eine solche Technologie in naher Zukunft entwickelt werden kann, werden wir in der Lage sein, uns mit der Energie der Ozeane und der Erde selbst, dem Status einer Zivilisation des Typs 1, deutlich nähern. Aber wie können wir die letzte Lücke schließen? 1973 entwickelte der amerikanische Astronom Carl Sagan die Idee von Nikolai Kardaschow etwas weiter. Er kam zu dem Schluss, dass eine planetarische Zivilisation des ersten Typs in der Lage sein würde, jedes Naturphänomen zu kontrollieren. Also Tsunamis, Tornados und Erdbeben, die sind dann nur noch zusätzliche Kraftwerke. Und die Menschheit könnte seinem Ziel schon sehr nahe gekommen sein. 2010 schlug der Wissenschaftler John Storrs Hall das Konzept der Wettermaschine vor. Sie besteht aus mikroskopisch kleinen, durchsichtigen Kugeln, deren Größe variieren kann, von 1 Millimeter bis zu 1 Zentimeter. Jede der Kugeln besteht aus der dünnsten Diamantenschale, deren Dicke sollte nicht mehr als 1 Nanometer sein. In ihrem Inneren befinden sich eine Spiegelmembran und eine winzige Steuereinheit. Sie hilft dabei, die Geräte in verschiedene Richtungen zu kippen. Millionen von wasserstoffgefüllten Kugeln umhüllen den gesamten Planeten in der Stratosphäre in einer Höhe von etwa 30 Kilometern über der Erde. Durch die Fernsteuerung können ganze dürregefährdete Regionen beschattet werden, während gleichzeitig das Licht dort reflektiert und umgelenkt wird, wo es fehlt. Überschüssige Sonnenenergie kann in Radiowellen umgewandelt und zur Erde gesendet werden. So werden wir nicht nur die Stromerzeugung deutlich erhöhen, aber wir werden auch die Kosten dramatisch optimieren. Leider wurden John Halls Ideen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht allgemein akzeptiert. Sie erschienen den Experten zu unrealistisch. Kürzlich jedoch hat der Forscher Robert Freitas das Konzept einer Wettermaschine überarbeitet und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie tatsächlich funktioniert. Der erste Test dieses Modells in kleinem Maßstab ist bereits für das nächste Jahrzehnt geplant.
Skeptiker warnen jedoch, dass solche Manipulationen an der Atmosphäre zu unerwarteten Klimaveränderungen führen könnten, sogar bis hin zur Eiszeit. Einen solchen großen Filter möchten wir auf keinen Fall haben. Doch selbst wenn die Wettermaschine funktioniert und uns einer Zivilisation der ersten Art näher bringt, dann ist das kein Happy End. Um nicht nur eine Zivilisation vom Typ 1 auf der Kardaschow-Skala zu werden, sondern diese Position auch zu halten, brauchen wir etwas radikal Neues. Wie wäre es, Energie aus Dingen zu gewinnen, denen wir normalerweise keine Aufmerksamkeit schenken? 2019 hat eine Gruppe philippinischer Forschungsstudenten ein ungewöhnliches Gerät vorgestellt, das Strom aus dem Lärm der Stadt erzeugen kann. Es stellte sich heraus, dass eine gewöhnliche Großstadt bis zu 1.500 Megawatt Energie mit seinen Geräuschen erzeugt. Das ist so viel wie ein durchschnittliches Wärmekraftwerk. Während Lärmbelästigung ganze Stadtteile mit Strom versorgen kann, kann gewöhnlicher Müll ganze Länder versorgen. Jedes Jahr steigt die Kunststoffproduktion um Millionen von Tonnen. Aber nur ein Zehntel dieser Menge kann wiederverwendet werden. Wie wäre es, wenn wir statt Müll zu recyceln versuchen, Energie daraus zu gewinnen? Leider ist die naheliegendste Lösung, Plastik einfach zu verbrennen und Wärme zu gewinnen, kläglich gescheitert. In diesem Fall gibt es sogar 4-mal mehr Treibhausgase als beim Rest der Energiewirtschaft zusammen. Wenn wir Müll verbrennen, werden wir den großen Filter noch schneller auf den Kopf stellen, als wenn wir ihn weiterhin unkontrolliert produzieren. Dennoch hat die Menschheit die Chance, sowohl in ihrem Müllmeer wieder aufzutauchen, als auch mit reiner Energie einen frischen Neustart in die Zukunft zu wagen. Die Pyrolyse ist ein Prozess der kontrollierten Zersetzung von chemischen Verbindungen. Früher glaubte man, dass es im industriellen Maßstab nur für organische Stoffe eingesetzt werden kann. Aber in den letzten Jahren wurde sie erfolgreich für die Zersetzung von Plastik eingesetzt. In der Pyrolysemaschine wird Kunststoff durch Hitze in einem Vakuum zersetzt, sodass kein Rauch entsteht. Die dabei entstehenden Chemikalien können dann als Ausgangsmaterial für Kunststoffe und andere Produkte verwendet werden. Bisher werden solche Anlagen nur in einigen Industrien eingesetzt, aber 2021 hat der italienische Wissenschaftler Sabino Armenese zusammen mit seinem Team ein Konzept vorgeschlagen, das die Kunststoffpyrolyse wirklich global macht. Wenn die Menschen es zusätzlich zu allen bisherigen Innovationen schaffen, den ganzen Müll, der in den Ozeanen schwimmt, zu recyceln, werden wir in kürzester Zeit den Status einer Zivilisation ersten Typs erreichen. Außerdem wird es mit gereinigtem Wasser möglich sein, energieunabhängige Städte der Zukunft zu bauen, was ein Muss für jede Zivilisation des ersten Typs ist. Das Ocean Spiral-Projekt des japanischen Unternehmens Shimizu ist für Tausende von Einwohnern ausgelegt und benötigt keine hohen Energiekosten. Diese schwebende Kugel, 500 Meter im Durchmesser, direkt unter der Meeresoberfläche gelegen, wird Geschäfts- und Wohngebiete, Hotels, Fitnessstudios, Gärten und Kinos beherbergen. Im Grunde alles, was der Mensch für ein komfortables Leben braucht. Diese Kapsel wird verbunden sein durch eine 15 Kilometer lange spiralförmige Bahn zum Meeresboden. Und damit eine solche Metropole funktioniert, werden keine zusätzlichen Energiequellen benötigt. Schließlich befindet sich der Meeresboden viel näher am Magma. Wenn du also einen Brunnen bohrst, nur in 1,5 Kilometern Entfernung, kann die Wärme der Erdkruste allein den gesamten Energiebedarf decken. Vielleicht sind Bohrungen gar nicht nötig, wenn die Menschheit eine andere Energiequelle beherrscht, die um eine Größenordnung stärker ist als die Kernfusion: Antimaterie. Das ist gewöhnliche Materie, bei der alle Parameter umgedreht sind. Das Wichtigste ist, dass sich Materie und Antimaterie beim Zusammenstoß der entsprechenden Teilchen in einem gewaltigen Blitz gegenseitig zerstören. Die dabei freigesetzte Energie beträgt etwa 250 Milliarden Mal mehr als die der Fusionskraft. Stell dir vor, ein einziges Gramm Antimaterie kann über 52.000 Megawatt Leistung erzeugen. Das ist genug Energie für 40 Millionen Haushalte. Allerdings gibt es ein Problem. Es ist fast unmöglich, Antimaterie auf der Erde zu bekommen. Deshalb dachten die Ingenieure auch nicht an Antimateriekraftwerke, bis der Wissenschaftler James Bickford vorschlug, es im Weltraum abzubauen. Um das zu tun, müssen wir zwei Spulen aus Hochtemperatur-Supraleitern außerhalb der Erdumlaufbahn positionieren. Die Spulen werden mit Sonnenenergie betrieben und erzeugen ein Magnetfeld, eine Falle für Antimaterie. Hypothetisch gesehen kann die Menschheit an nur einem Tag 20 Mal mehr Energie produzieren, als wir es jetzt tun.
Es scheint, als wäre das Problem gelöst, oder? Aber die Antimaterie bringt eine Gefahr, die sich als ein weiterer großer Filter auf unserem Weg zu einer Zivilisation des ersten Typs erweisen könnte. Der amerikanische Physiker Robert Forward geht davon aus, dass sich Materie und Antimaterie im Universum in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander befinden. Und wenn du eine Menge Antimaterie aus dem Weltraum entnimmst, wird dieses Gleichgewicht zerstört. Kürzlich haben Wissenschaftler herausgefunden, dass das Magnetfeld der Erde bereits eine gewisse Menge an Antimaterieteilchen an sich zieht. Wenn du anfängst, Antimaterie in der Nähe der Erde abzubauen, kann dies die Arbeit des Magnetfeldes der Erde beeinträchtigen? Dann werden die geladenen Teilchen des Sonnenwindes alle elektronischen Geräte auf unserem Planeten treffen, was aber niemanden wirklich interessiert, weil sie sowieso bald überflüssig werden. Ohne den Schutz des Magnetfelds werden nämlich auch die mobile Kommunikation und das Internet auf der Erde verschwinden. Als Sahnehäubchen kommt dann noch der schmerzhafte Tod durch Strahlenkrankheit hinzu. Und statt Typ 1 auf der Kardaschow-Skala zu erreichen, werden wir unsere Zivilisation komplett resetten. Einige Wissenschaftler glauben jedoch, dass nicht nur technologische Schwierigkeiten oder potenzielle große Filter unserem dramatischen Energiedurchbruch im Wege stehen werden. Es ist bereits klar, dass wir ohne bestimmte Megaprojekte nicht zu einer Zivilisation vom Typ 1 werden können. Aber in der heutigen Welt können nur autokratische Gesellschaften so etwas umsetzen. Ich möchte dich an die rekordverdächtigen Wolkenkratzer und künstlichen Inseln in den Vereinigten Arabischen Emiraten erinnern. Im Gegensatz zu demokratischen Ländern fragen die Regierungen in diesen Staaten ihre Bürger nicht, wofür genau sie ihr Geld ausgeben wollen. Auf der anderen Seite war Carl Sagan davon überzeugt, dass die Menschheit nur mit der absoluten Gleichheit der Menschenrechte und der Demokratie auf der ganzen Welt zu einer wohlhabenden Zivilisation vom Typ 1 werden und diesen Status halten kann. Aber wie viele Menschen würden ernsthaft dafür stimmen, ihr gesamtes Jahresbudget für sechseckige Spiegel auszugeben oder ein paar Tage ohne Strom auszukommen, um Fusionsnetze zu betreiben? Bis jetzt ist es schwer, eine Lösung für dieses Paradoxon zu finden. Hast du eine Idee, wie die Menschheit organisiert werden kann, um Typ 1 auf der Kardaschow-Skala und den Bau der ersten Dyson-Sphäre zu erreichen?